Ja, ganz aktuell. Gestern war unser Europakongress und da haben wir das erste Mal ein Produkt vorgestellt, das ursprünglich aus der Grundlagenforschung kommt. Also 9 Jahre Forschung und Entwicklung, für uns ein absolut historischer Moment. Na, da wurde aus Grundlagenforschung, Innovationsforschung, dann wurde ein Laborstandard daraus, aus dem Laborstandard dann Industriestandard und letztendlich ein fertiges Produkt. Eine Rieseninvestition. Und gerade in der Grundlagenforschung ist ja dann das Ergebnis auch nicht 100% gesichert. Deswegen heißt es ja auch Grundlagenforschung. Erst wenn es in die Innovationsforschung reingeht, also wenn man diese Phase erreicht, was oft gar nicht der Fall ist, dann wird es zu einem konkreten Produkt. Die Investition insgesamt 3 Millionen in dieses Produkt. Schmeckt übrigens ganz lecker. Und ich genieße es gerade fast jeden Tag. Ja, und das zeigt auch wieder so ein Erfolgsprinzip, nämlich einen klaren Fokus zu setzen. Klaren Fokus zu setzen fällt am leichtesten natürlich, wenn man auch ein klares Ziel hat. Und das alles ist bei PM in das Vision Statement gepackt, das seit Anfang an existiert, aber zwischenzeitlich sich auch weiterentwickelt hat. Das heißt, die weltweite Marktführung im Vertrieb hochwertiger Produkte für Schönheit, Fitness und Gesundheit, das war das ursprüngliche Vision Statement, mit dem sind wir gestartet. Und dann, als wir dann auch unsere klare Zielsetzung für das Produkt hatten, also unsere Nische für uns erkannt haben, nämlich eben Premium-Produkte in den Markt zu tragen, und daraus resultiere die Erkenntnis, die heute unser Konzept ist, das Nährstofftransportkonzept, mit dem wir die Nährstoffe genau dorthin bringen, wo sie gebraucht werden, genau dann, wenn sie gebraucht werden, nämlich auf die Zellebene von innen und von außen. Das hat den Fokus im Produktbereich gesetzt und natürlich dann auch das Vision Statement durch das, was als konsequent daraus passiert ist, nämlich der Bereich Entwicklung und Forschung, der letztendlich begonnen hat mit dieser klaren Erkenntnis der Produktvision. Das hat natürlich dann auch zu der Erweiterung der Firmenvision geführt, denn heute ist dann unser Vision Statement Weltmarktführer im Bereich von Entwicklung und Vertrieb von Premiumprodukten für Schönheit, Gesundheit und Fitness. Das heißt, ein kleiner Begriff mit großer Auswirkung, und wenn wir das wieder auf unser persönliches Leben beziehen, ganz, ganz wichtig, sich im Leben Ziele zu setzen, für die wir ein brennendes Verlangen entwickeln können, und dann einen klaren Fokus zu haben und letztendlich zahlt sich zum Schluss die Beständigkeit darin aus. Ja, und das ist eine große Aufgabe. Das ist nicht einfach, aber es ist zu schaffen und es lohnt sich auf jeden Fall. So, und das nächste Mal gucken wir dann ein Stückchen weiter hinter die Kulissen.